Ja, liebe Freunde, so kann es einem gehen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und mein Freund Friedel Fuchs hat gemeint, mir ein Geschenk zu vermachen und hat mich nominiert für die Cold Water Challenge 2014. Jetzt habe ich gestern schon mal angefangen, habe mich von innen nass gemacht und einen Kasten Kölsch getrunken. Aber ich glaube, das war nicht so das Wahre. Ich würde sagen, ich besuche euch mal in Hönningen und am besten, warum nicht gleich heute? Ich gehe ins Wasser und komme nach Hönningen geschwommen. Bis gleich. Auf was habe ich mich denn da eingelassen? Wie kommt der Friedel dazu, mich zu nominieren? Und wer weiß, wie kalt das Wasser ist. Stell dir mal vor, ich frieren muss aufhören. Friedel, hier gehe ich jetzt ins Wasser. Aber nicht, dass du meinst, ich gehe mit der Kleidung ins Wasser. Nein, 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 nein. Ich bin ein braver Junge. Die Kleidung ziehe ich jetzt aus. Guck mal da, ein Kajak. Ist das nicht schön? Also Friedel, stell mal die Kölsch schön kalt im Kühlschrank. Ich nehme jetzt gleich meinen Hut und dann gehe ich mal ins Wasser und bin gleich bei dir. Mein lieber Mann, ist das geil. Oh, Friedel, was hast du mir da angetan? Ich habe ja Gänsehaut pur. Wart ab, wenn ich dich sehe. Mann, oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Es sieht aus wie die Alpen. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist wie ein Albtraum. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Naja, auf geht's. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verschwommen. Das wird, glaube ich, heute nichts mehr, Friedel. Ich glaube, ich muss es erstmal ausruhen. So viel verschwommen habe ich mich ja schon lange nicht mehr. Aber jetzt sage ich erstmal die Nominierungen. Ich freue mich schon drauf. Richtig hartgesottene Cowboys. Die erste Nominierung, Lutz Adam, L.A. Da freue ich mich schon drauf. Der Country-Star Reno Husky würde ich auch gern bei der Cold Water Challenge 2014 sehen. Und dann der Liebling der Frauen. Er rockt immer die Bühne. Unser Roxy. Viel Spaß!